Hi Leute, da bin ich mal wieder mit dem Tutorial. Heute möchte ich euch mal wieder was zeigen, und zwar wie man hier so einen Finger, dieser kleine Finger hier, wie man den mit einem Wacom-Stift verschmelzen kann. Also ich werde quasi hier oben gleich hier so diese Fingerkuppe austauschen mit einem mit der Stiftspitze eines Wacom-Digitalstifts. Ihr wisst ja, wenn man Composing macht, gibt es vier Punkte zu beachten, nämlich die Farbe, die Helligkeit, die Schärfe und das Rauschen. Also hier sieht man schon das Rauschen hier so am Rand. Dieser Fingerabdruck hier, der ist so ein bisschen ganz leicht unscharf. Das Ganze hat so ein bisschen was Rotes, Rotstichiges. Und ich würde mal sagen, von der Helligkeit her ist es ziemlich gleichmäßig. Kann man so gelten lassen. Okay, muss man sich Gedanken machen und sich mal einen Überblick verschaffen. Als nächstes werde ich jetzt im RAW-Converter erstmal den Stift entwickeln. Bezug nehmend jetzt auf das, was ich gerade gesagt habe. Okay, ich gehe jetzt mal in den RAW-Converter. Okay, jetzt bin ich hier im RAW-Converter. Habe hier gerade meinen Wacom-Stift fotografiert. Der Weißabgleich ist noch ein bisschen daneben, deswegen mache ich mal hier oben die Pipette scharf. Klicke mal hier rein. Ich weiß, dass diese Leinwand strahlend weiß ist, aber das gefällt mir noch nicht so ganz. Ich gehe mal mit der Belichtung hoch. Vorhin haben wir ja gesagt, das Ganze hat einen Rotstich. Ich kann jetzt hier schon mal so ein bisschen ins Warme reingehen. Ziehe die Belichtung noch ein bisschen hoch. Und den Weißregler, die Klarheit, ah, die lasse ich mal da, wo sie ist. Der war zwar schon ziemlich gut, der Kontrast vorhin, aber ich will es auch nicht übertreiben, weil hier auch ziemlich viele scharfe Kanten dran sind. Dynamikregler kann ich mir auch schenken. Ich gehe eher noch ein bisschen runter mit der Farbe. Okay, mehr mache ich jetzt hier im RAW-Converter nicht. Schärfen, ah, nutzt auch eigentlich nicht viel. Ich kann es mal so ganz leicht schärfen. Ich öffne das Bild jetzt in Photoshop und dann werde ich mich nochmal um den Stift ein bisschen kümmern und dann gleich werden wir das verschmelzen. Okay, ich habe jetzt beide Dateien hier, beide Bilder geöffnet in einer Datei. Und jetzt habe ich hier meinen Stift und ich sehe natürlich jetzt hier erstmal Schmutz und so weiter. Da werde ich jetzt erstmal mit dem Staub- und Kratzerfilter grob drüber gehen. Den Schwellenwert setze ich auf 0. Gehe hier bei Radius und werde jetzt hier mit den Cursor-Tasten hoch und runter, werde ich mir jetzt einen Radius aussuchen, bis irgendwelche Schmutzpartikel soweit verschwunden sind. Jetzt bei 1 sieht man noch hier noch die Pixel, die Punkte. 2, 3, ich gehe mal auf 4. Jetzt bei Schwellenwert kann ich die Schärfe wieder zurückholen. So, ich achte auch hier auf die Glanzlinie. Dann gehe ich schon mal hier mit dem nochmal ein Pixel runter. Gehe hier nochmal ein Pixel runter, noch ein bisschen runter, ein paar Stufen, zack. Und das war's. Bestätige das Ganze. Jetzt habe ich den Stift mal so ein bisschen gesäubert und muss ihn als nächstes freistellen. Dazu nehme ich jetzt das Fahrtwerkzeug mit P. Hier oben muss das Gummiband aktiviert sein. Und jetzt kann ich hier also einmal um meine Stiftspitze rumgehen. Ich zoome noch ein bisschen näher ran, dass es mir einfacher fällt. Okay. Hier fehlt jetzt die Spitze. Das ist schon stumpf von vielen Photoshoppen. Muss ich mir so einen Nipp mal austauschen bei Gelegenheit. So, jetzt gehe ich hier einfach mal an meiner Stiftspitze lang und stelle die frei. Mit meinem Zeichenstift. Okay, nochmal so ein Stück hier. Dann werdet ihr gleich sehen, wie ruckzuck man hier so ein Composing machen kann. Ich wollte hier vorne den Schalter, die Wippe wollte ich noch mitnehmen. Ich gehe also bis ungefähr hier hin. Oh, ich mache jetzt mal so ein bisschen rund, was soll's. Jetzt kann ich hier mit gedrückter Alt-Taste, weil ich ja hier jetzt schief bin, ich komme ja gar nicht mehr hier an die Kante ran. Mit gedrückter Alt-Taste hier in den Ankerpunkt reinklicken. Jetzt kann ich hier wieder von vorne anfangen und hier gerade meine Fahrtlinie aufziehen. So, zoome noch ein bisschen näher ran, damit ich es leichter sehe. Kann jetzt hier meinen Pfad ganz gemütlich fortführen. So, naja, ich mache es jetzt nicht so ganz super schön. Okay. Zack. Und hier nochmal wieder hier reinklicken, damit ich gerade komme und die Kurve neu aufziehen kann. Okay, sind wir gleich durch. So, ah, hier fehlt jetzt ein Ankerpunkt. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Zoom nochmal ein bisschen näher ran. Hier nochmal rein. Ja, ich mach's mal so. Okay, als nächstes mache ich immer so, ich gehe jetzt mit der Taste A. Hole ich mir jetzt das Direktauswahlwerkzeug, kann jetzt hier mal die einzelnen Pixel hier so auswählen und
und mir noch mal ein bisschen korrigieren, falls erforderlich. Das hier wird gleich blöd aussehen, deswegen gehe ich hier mal ein bisschen so, dass ich da keine komischen weißen Punkte drin habe. Das hier sieht noch ein bisschen komisch aus. Der Pixel muss noch ein bisschen rüber. Das gehört also in meinem Workflow immer dazu, dass ich also das Ganze noch mal mir beäuge hier. Okay, hier oben rum. Man bleibt doch immer einen halben Pixel ungefähr im Objekt drin, so wie jetzt hier. Da habe ich jetzt gerade vorhin ein bisschen geschludert. Hier vielleicht noch ein bisschen rein, hier noch ein bisschen rein. Und das war es auch dann schon. Und hier noch ein bisschen rein. Gut, mit Steuerung und Enter habe ich jetzt hier eine Ausfallkante. Mit Shift, Steuerung und R mache ich die Kante weich. 0,8 ist angesagt. Okay, jetzt kann ich hier auf das Maskensymbol klicken und jetzt habe ich hier meinen Stift freigestellt. Jetzt gehe ich nochmal auf Maskenkante verbessern. Und zwar will ich es nochmal nach innen verschieben, weil hier habe ich vorhin gesehen, das war noch so ein bisschen der alte Hintergrund dabei. Okay, noch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich den Stift schon freigestellt, so wie ich ihn brauche. Die Maske wende ich mal an, das ist gleich einfacher im Workflow. Jetzt transformiere ich das Ganze, orientiere mich jetzt hier an meinem Finger, an der Fluchtlinie, ja, sieht schon ganz gut aus. Jetzt orientiere ich mich hier an der Dicke des Fingers, hoppala, okay, nochmal von vorne, einmal transformieren. Ich sammle übrigens gerade Photoshop-Bugs, ja, also wenn ihr irgendeinen Fehler in Photoshop kennt, lasst mich das wissen, da möchte ich mal ein Video drüber machen. Ist aber schwierig. Photoshop hat eigentlich nahezu keine Fehler. Also ist ein extrem ausgereiftes Programm. So, jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich den hier in den Finger reinmachen. So, ja, die Breite passt. Der kleine Finger wird dann hier gleich zum Wacom-Stift. Gut. Ich habe ja gesagt, ich mache es noch ein bisschen weiter so, ne? Damit man die Spitze noch besser sieht. Ich habe ja gesagt, es gibt vier Punkte zu beachten. Und zwar Schärfe, Helligkeit, Farbe und Rauschen. Okay, jetzt nehme ich meinen Stift hier. Den habe ich ja jetzt schon nach dem Fotografieren hier wieder aktiviert. Und kann jetzt hier das Ganze anpassen. Schön ist jetzt hier der Glanz, dass hier Glanz drauf ist, genau wie hier auf den Fingerkuppen. Vorhin von dem Aufsteckblitz, der hat gegen die Decke geblitzt. Und jetzt kann ich hier mit einem weichen Radiergummi, ich mache es mal destruktiv, man kann natürlich auch mit der Maske arbeiten, aber das Ganze soll jetzt ein bisschen flott gehen. Und wenn man Erfahrung hat mit Composings, da ist man sowieso da ein bisschen rabiat. Das macht man so genau gar nicht mehr, weil man es einfach gut kann. Sage ich jetzt einfach mal so. Okay. Gut. Jetzt könnten wir hier den Stift, den transformiere ich jetzt nochmal, im Modus verformen und kann jetzt hier nochmal hier das Ganze noch so ein bisschen an die Fingerform anpassen. Ich mache mal hier ein bisschen breiter und hier wieder ein bisschen enger, damit das Ganze so eine Art Fingerform bekommt. Man kann das jetzt auch im verflüssigen Dialog machen. Okay. Gut, also die Farbe, habe ich ja vorhin gesagt, gehört dazu. Deswegen werden wir jetzt nochmal um die Farbe kümmern. Das heißt, ich lege jetzt mal hier eine Fläche auf, sage ich mal, und zwar zum Färben, eine leere Fläche in Schnittmaske und im Modus Farbe und schnapp mir jetzt hier einfach mal dieses Rot. Hautfarbene, leg das hier drauf, gehe mit der Deckkraft ein bisschen runter und habe jetzt hier so einen ganz moderaten Hautton auf diesem Stift. Dann habe ich gesagt, die Schärfe passt eigentlich auch ganz gut. Ich werde jetzt hier gerade nochmal trotzdem eine Maske hinmachen und hier mit einer harten Pinselspitze
und schwarzer Farbe hier die Kante noch mal ein bisschen sauberer machen. Wenn man es schon macht. Okay. Na, kriege ich jetzt hin hier? Oh. Okay. Okay, sieht gut aus. Jetzt geht es darum, hier in den Stift noch so ein bisschen Struktur rüber zu malen und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Vom Rauschen her kann man das so lassen. Die Schärfe haben wir schon geguckt, ist okay. Farbe haben wir angepasst, Helligkeit passt auch. Also im Grunde ist es jetzt schon fertig von den vier Regeln, von diesen vier Punkten, die am wichtigsten sind, haben wir es schon eigentlich ziemlich durch. Jetzt kann man noch darauf achten, dass man hier noch jetzt vielleicht mit einer grauen Ebene hier und dem Abwedler-Nachbelichter in die Hand hier so ein bisschen Struktur reinmalt von diesem Stift. Also man führt jetzt einfach hier Linien fort, als ob jetzt hier die Hand quasi regelrecht hier verschmolzen wäre, diese Technik oder so. Diese geraden Kanten, die kann man jetzt hier einfach fortführen und dadurch wirkt es dann so, als ob es mit der Hand verschmolzen wäre. So, ich habe jetzt hier die Kante hart gemacht, die Pinselspitze hart gemacht und jetzt habe ich hier also so ein bisschen diese Stiftstruktur drin. Oder auch in der Stiftstruktur kann man noch hingehen, wenn man das will. Hier noch ein bisschen nochmal mit dem Nachbelichter. Hier so ganz vorsichtig. Hier so diese Fingerlinien reinmalen. Das kommt aber letztlich auch darauf an, was ich für ein Endergebnis brauche. So, hier in der Richtung. Ich kann auch mal den Stift ausblenden. Genau, da waren hier so waagerechte Linien drin. Und da hat man ganz, ganz schnell hier innerhalb von 1-2 Minuten, wenn man Gas gibt, kann man hier also ganz wunderbar irgendwelche Dinge verschmelzen. Wie gesagt, gerade als Anfänger sollte man sich zu Herzen nehmen, diese vier Punkte zu beachten. Also Helligkeit, Farbe, Schärfe und Rauschen. Diese vier Dinge sollte man begutachten, wenn man zwei Dinge zusammenfügt. Man muss sich fragen, passt die Farbe, passt das Rauschen? Und dann hat man später auch schon mal ein gutes Grundergebnis. Und das, was ich jetzt hier mache, das ist so quasi der Feinschliff, damit das realistisch aussieht. Und dann habe ich hier also tatsächlich jetzt also sehr, sehr schnell durch Abarbeiten dieser vier Punkte hier diese zwei Bildelemente verschmolzen. Ja, das war's schon. Wenn ihr was gelernt habt, einfach Daumen hoch und abonnieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss.